Was macht denn die Welt hier eigentlich? Welt, erzähl mal was von dir. Ich gerade am Rendern. Da am Schneiden. Oh. Rendern, Schneiden. Best of Three, wer dieses Spiel gewinnt, hat gewonnen. Genau, weil es steht jetzt derzeit 1-1. Und wer halt mehr gewonnen hat von drei Spielen. Ich muss sagen, immer mit deinem Bundesliga-Team. Mein Bundesliga-Team ist aber scheiße. Das ist noch nicht so gut, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Nur Reus und Robben vorne. Nee, am Arsch. Ich hab Leno, Jansen, Spalt, Schwegler, Castro. Okay, vergiss das Spiel mit England. Also, wie gesagt, das englische Team ist bis jetzt am besten. Von dem allen. Von allen, fand ich. Fand ich. Ja, auch immer. Aber ich wollte erstmal ein bisschen meine Fitness aufwerten. Und ich überlege echt, wieder den Rooney reinzupacken. Und das hat im ersten Spiel hat das besser geklappt, fand ich. Ich weiß nicht, woran das lag, aber das ist einfach so. Das musst du wissen. Auch wenn ich erstes Spiel verloren habe, aber egal, macht nichts. Ja, ich gebe mal mit dem ein bisschen Fitnesskarten hier, damit die nicht so am Arsch sind. Ja, das ist alles oder nichts Spiel jetzt. Oh ja. Deswegen spiele ich ja mit Hate oder Love It. Einige müssten es ja kennen von? Von die Hahn, der hat nämlich das Team gebaut. Ach so. Ja. Das ist aber richtig, richtig, richtig Premium. Wo haben wir es jetzt eigentlich schon? Boah, 36. Ich glaube, ich bleib bis 2 und dann muss ich um 8 wieder aufstehen. So, ich habe jetzt noch ein bisschen gewechselt. Ich überlege gerade nur. Komm. Leute, wir probieren jetzt was. Aber ich wollte gerade sagen, der hat keine grüne Verbindung. Okay, egal, komm. So, du hast mich eingeladen, habe ich gesehen, so. Jo. Da spielt er halt beitreten. Okay. So, ich habe ein bisschen meine Formation geändert. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen noch am Probieren und am Studieren und deswegen. Ich probiere jetzt nochmal den Rooney als ZOM aus. Ach so, jetzt ist mein Vertrag von meinem Trainer ausgelaufen. Läuft von mir. Really, Alter. Ja, ist er. Neuen Trainer bräuchte ich auch. Den. Da bin ich mal überlegen, wen ich wieder hole. Bitte. Hol dir Mourinho. Lass mich nochmal ein. Habe ich schon. Aber mein Auge juckt gerade. Hallo, ich bin gerade auf irgendwas gekommen. Warte mal. Ah, Freunde. Freunde. Oh lol, man kann auch Twitch-Video-Übertragung machen. Ach. Nee, lass mich nochmal ein gerade. Hab ich. Ach. Danke. Bitte. Ja, ich hab da irgendwie eine Scheiße gerade gebaut. So. Leute. Rein. Ich spiele mit meinem Bronze-Team. Really? Nein. So. Jetzt heißt es nur noch I hate it or love it. Komm, Melty. Kommentier mal ein bisschen. Oh ne, Podolski. Drogba, wie ich den Fohl hasse, ne? Ey, sein Scheiß. Ich hasse ihn eigentlich. Sein Scheiß verfickter Kopf voll, Alter. Oh, ich hasse ihn in Real Life, weil er Bayern einfach in Champions League Finale daheim.
als ihre Kommentatoren. David Villa auf dem Bank. Eine fantastische Atmosphäre hier im Stadion. Die Fans freuen sich auf diese Begegnung. Und die Spieler sind natürlich auch gespannt, wer die taktischen Marschrouten des jeweiligen Trainers besser umsetzt. Ja, da kommt was auf uns zu. Ja. Ah ja, Amrabat, gell? Und die Leitung des Spiels Amrabat. Amrabat, bat, bat. Gib mir den Amrabat. So stoppt man einen Gegner. Ah, Melo mit links. Philippe Melo ist auch so ein Brecher da hinten. Ey. Ja. Aber ein Tick offen. Das nennt der das war doch Handspiel, Chili. Hab ich eigentlich auch gedacht. Schnappt sich das Spielgerät. Mein Sturridge, der wäre durchgewesen, da war keiner mehr. Außer mein Stürmer. Oh, mein Auge juckt gerade. Ja, das ist gut. Oh! Ui! Du spielst echt mit Podolski. Ja, ich hab den mal. Probier den gerade erstmal aus. Wie gesagt, ich habe nur die zwei Spieler auf dem linken Mittelfeld, deswegen will ich auch den Willian holen. Kauf doch Rooney oder Mazarin, einer von den beiden. Den Rooney bräuchte ich. Ja, Mann. Immer zu weit raus. Immer geht zu weit raus. Der kann aber auch gut lupfen, Alter. Aber das müssen wir uns wirklich nochmal intensivst anschauen. Wie er den da über den Keeper lupft. Sieht so einfach aus. Ist so schwierig. Boah. Über solche Distanzschüsse kann der Keeper natürlich wohl lachen. Ja, weil ich brauche einmal eine erste Elf und einmal eine zweite Elf. Das heißt, ich brauche für jede Position einen zwei Spieler. So wollte ich das machen. Ja, kauft ihr statt Rooney oder Mata Oscar, der ist billiger und ist genauso gut. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Lol. Ich okay. Weiß nicht, ob er direkt drauf schießen musste. Er hat's probiert, aber für den Torwart war das nun wirklich keine Herausforderung. Nein, und sollte das ein Torschuss gewesen sein, dann war es einer der ungefährlicheren. Ich komme aber. Wayne Rooney, wenn du da als Verteidiger einen Augenblick nur nicht hinguckst, da macht er schon wieder ein Tor. No, oh. Nein. Weg. Ja. Ja, Mann. Boah, Alter. Aber gut rausgespielt. Erstmal schön zurückgespielt, ganz easy und dann. War schon. Sorry, aber. Hä? Sorry, aber das muss jetzt sein. Ah, dann bekommen wir nicht rein. Ein Controller kann auch nichts dafür. Ich habe jetzt gar nichts mit dem Controller gemacht. Achso, das hat sich so angehört, als hättest du einen Controller. Oh ne, der ist nämlich noch eigentlich fast ungebraucht und da. Was hättest du denn einen Controller misshandelt oder so? Mann. Das habe ich beim letzten getan. Oh, scheiße. Ja, und den hält er auch noch fest. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Ganz abseits, Mann. Abseitsentscheidung korrekt. Ich brauche vor der Abseits auf jeden Fall den Anschluss dafür. Ja, also irgendwie gefällt mir das besser mit Rooney als ZOM. Schön gesehen. Wäre eigentlich nice durchkommen gewesen. Oh nee. Ein Podolski. Oh. Ja, Snyder. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Der ist beidfüßig. Oh, jetzt kommen irgendwie von Snyder und Rock vor. Schickt er da ab, aber der Torwart ist zur Stelle und entschärft diesen Ball. Und da kann der Torhüter wirklich mal zeigen, was er drauf hat. Woher wusste ich bloß, dass du genau auf Rockbar spielst?
Ja, wie gesagt, wenn ich Wilde ins Spiel hole, dann ist eh vorbei mit Podolski. Lukas Podolski. Wesley Sneijder. Bei aller deutscher Vaterlandsliebe, aber da hört das auf. Oh, lol, was war Jetzt das ist der denn? Spielwurf. Ja, wie der Ball da durch die Stark eigene von Reihe. Sturridge, ah, schade. Und über diesen Pass freut sich nur der Gegner, denn der kriegt Einwurf. Da war Gott gemutet. Achso. Meine Mama ist reingekommen. Was hat sie gesagt? Ja, dass sie morgen früh raus, wenn ich mitfahren soll, mit meiner Brille, weil die kaputt ist. Eine und wieder hat sie Hast du keine Schule morgen? Unglaublich, wie nein, ich habe Und das ist ha? Für jede Abwehr der Welt ein Problem. Diese Achso. Chancen sollte man ihnen nicht allzu oft Ach ja, es sind ja Osterferien. Oh, stimmt, da war ja was. Ach, was war denn jetzt? Was macht der Ach komm. Wenn ich jetzt wohl also keinen Anschlusstreffer mache, dann hast du gewonnen. Ja, abfassen. Das habe ich vorhin auch gesagt. Immer vorher hab verloren. Ja, klar. War doch nix. Bring mich am besten nur nieder oder so. Guck dir das mal an, Alter. Künstlich niedergelassen. Die Mauer bewegt sich nach vorne, sollte der Schiri mal ein Handwort sprechen. Nee, ich wollte nur nicht schießen lassen. Nein! Lol. Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Ja klar, mein Suarez, Alter. Hast du das gesehen? Der lässt sich einfach fallen, ne? Ja, genau. Lol, wie ich einfach den Ball nicht bekommen. Richtig schlimm verzogen. Aber was ist das auch für eine Schusshaltung? Also Rooney gefällt mir definitiv besser. Das nennt der gute Oh. Jetzt ist die andere Mannschaft im Ballbesitz. Mach was draus, Junge. Schuss auf. Nein. Ich dachte schon, Alter, wenn der jetzt rausspringt, ne? Das Mann, er zeigt ordentliche Sprache. Ja, ich kann mir überhaupt nicht Oh, Alter. Und hier sehen wir, da hat er schon mal ein bisschen Glück, das hätte auch anders ausgehen können. Der Ball hätte auch zurück ins Feld springen können. Ist das schon die Entscheidung? Klare, deutliche Führung. War abseits. Und der war zu lang. Ist einfach zu früh ja, verkehrte Taste gedrückt. Der wäre, weil mein Torwart wäre er angekommen. Das der wäre bei den Zuschauern angekommen. Oder das? Für jeden Gegenspieler. Ich ziehe gerade nicht, ne? Und der Angriff wurde gestoppt. Ich ziehe echt nicht. Ich drück dich nur weg. Ja komm, jetzt hast du immerhin 3-1. Ich will doch nur den Ball holen. Jetzt hast du immerhin 3-1. Ja, nur noch zwei, juhu. Und nun Lukas Podolski. Die XXL-Folge. Die werde ich dann schneiden. Er sucht Luis Suarez. Oh. Die drei Punkte sind im Sack. Entschuldigung. Richtig auf Selbstbewusstsein. Ja, aber jetzt schau doch mal hin, Manni. Da ist überhaupt keine Gegenwehr, gar nichts. Wie kann so ein Ball reingehen? Ohne Spaß. Das ist die FIFA Engine. Würde mich wundern, wenn diese Sache noch gibt. Voll wieder zwei Tore. 4:1. Oh Mann. Das war spannend, das war rasant, das war dynamisch. Kommt in der zweiten Halbzeit jetzt den Meine, deine Fans sind am Pfeifen. Echt, ich weiß nicht, ich hab alles aus. Sei froh. Seid ihr noch immer am Spielen? Ja. Ja. Wir haben jetzt auch so ein Bett. Ich wollte nicht so ein. Und jetzt starten sie an. Ach komm. Ja. Ja, sprich dich aus. Ich wollte nicht so ein Zwischenstatement. Ich bin mir mal eben was zu essen machen. Läuft bei dir. Ja, ich habe gerade schon gesagt, du sollst mal kommentieren, weil du kannst das so gut.
Wieso macht ich kommentiere jetzt nicht, ich gehe jetzt in die Küche und koche mir jetzt hier schön schon Kartoffeln mit Mischgemüse, Rotkohl. Ja klar. Und ein schönes Steak dazu. Und das, oh, und das um 1 Uhr. 48. Ich wollte gerade sagen, das um fast 1 Uhr. Aber ich habe Hunger und ich habe Bock drauf. Ich habe gerade schon, die Kartoffeln sind schon fast fertig, das Steak ist gerade drin. Also das gerade jetzt so 5 Minuten auf der einen Seite, dann 5 Minuten auf der anderen Seite und das ist jetzt schön durch. Dann noch eine schöne Marinade und ich weiß auch, so muss ich runtergehen und auch was holen. Ich weiß schon, wer... Ja, aber sowas müssen wir nicht finden. Ich weiß schon, wer... Wie gesagt, ich muss mal jetzt hin, ne? Sonst brennt mir das an oder so. Habe ich da Bock drauf. Weil das so lecker ist. Bis gleich. Ich glaube, ich mache mir jetzt... Ich hole mir jetzt extra noch ein Eis oder so. Und die Abwehr aufmerksam. Das Blöde ist, ich muss rausgehen dann in den Keller. Denn da kann man nur von draußen ran in unseren Keller. Naja. Oder ich hol mir eine wichtige Pudding oder so. Komm, gib doch! Drogba, was musst du lange Schnecke? Mensch. Schneider, komm. Schneider, Schneiderlein klein. Ja, klar. Weißt du, so ein kleiner Snyder rennt erstmal mein Terry um, Alter. Ja, Loco. Burak sieht man auch nix. Der einzige, der wie immer gut ist, ist Amrabat. Schon im Mittelfeld holen sie. Okay, bei mir läuft auch nichts, gerade nichts zusammen. Ich muss aber auch nicht mehr, muss ich dazu sagen. Gut abgefangen hat er da den Ball. Ach komm. Ja, nur abseits. Und Lukas Podolski. Wesley Sneijder. Balleroberung im Mittelfeld. Lukas, was machst du da? Lukas Leber. Leber. Nein. Nein. Boah. Alter. OMG. Alter, wir legen Halten an. Er legt sich den Ball in den vierten Kreis. Es gibt Ecke. Ecke? Und da ist er tatsächlich so. Komm, was hältst du denn alles? Komm! Komm, leg doch 5 Tonnen rein. Leg du mir doch gleich dein Tor zu. Ja, komm! Ich weiß nicht zu spät, ich will jetzt so auf den Tisch schauen. Das nennt der Abitur. Oh mein Gott, da treffe ich so schön die Latte. Wenn der reingeht. Nein. Dann hätte ich das Tor sogar irgendwie bei Ding Top Goals der Week irgendwie so einschicken können. Achso, ja. In Sonate. Ein Top, jetzt sieht er. Das ist doch nicht. Was hast du meinen Spielern gegeben, ey? Ja, der Schicht ist einfach overpro. Kombinationsspiel hat man das Gefühl, ach, der Gegner kommt überhaupt nicht ran. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Oh, nicht mal der Ball kommt durch. Oh. Liegt es daran, dass Company so stämmig ist oder was? Ja, der Company, der ist echt gut. Nein. Ne, Podolski schießt mir kein Tor. Podolski ist der mir kein Tor schießt. Du kannst jetzt so lange über Podolski spielen, der schießt kein Tor. Wenn Podolski ein Tor schießt, dann breche ich das Spiel ab. Und dem Gegner den Ball abgeluchst. Ich mag nämlich Podolski so übelst gerne. Wenn der jetzt. Bitte rein! Wenn der nicht. Das ist die Möglichkeit für einen Konter. Ja, klar. Mein lieber Mann, da hat die Abwehr aber Glück gehabt. Der war schon auf und davon, aber auf Abseits entschieden. Ich glaube nicht mehr, dass hier noch viel passieren wird. Aber. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän. Was war das? Komm! Das ist doch nicht mehr. Das sieht aus wie ja. Training. Ah, scheiße.
Aber das, der Rooney gefällt mir ein Tick besser. Der ist ein bisschen, der war ein bisschen präsenter als Mata, oder? Was fandest du? Ja, doch. Wesley Sneijder. Also normalerweise stehen die hinten bombensicher, aber momentan drängt sich... Der ist torgefährlich, der ist offensiv auch ausgerichtet. Ja, komm. Also noch, komm, Holly. Auf den Ball. Auf den Ball. So, jetzt vollste Offensive, habe ich gehört. So, dass ich jetzt wechsle, aber... Jetzt muss was reißen da. Ja, ich wechsle auch mal. So, jetzt Offensive pur. Vier Stürme jetzt drin. So. Da. Ich muss offensiv werden. So steht 4-2, ja, dann hätte ich nicht wechseln müssen, hätte gebraucht. Ich hätte gemeint, ich brauche nur noch eins, aber dann. Und dann habe ich hier verloren. So sieht das der Trainer gern. Aber auch ein bisschen gewechselt. Das, wen hast du gebracht? Ito, Carroll und Ramsey. Burak! Er verzweifelt gerade an meinem Torwart. Ohne Witz, wenn der keine 10,0 hat, dann weiß ich es auch nicht. Gut mitgespielt, er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Sauber geklärt. Da kommt Carroll. Oh. Fantastischer Kopfball, aber der Torwart ist zur Stelle. Also man kann ja viel über Carroll sagen, ne? Aber Kopfball kann er. GG. 9,3. Nach Torschüssen haben sie 9,3, das ist ja wieder eine tolle Statistik, Buschi. Ja, und am Ende völlig wurscht, wenn man 9,7. Und das nennt man dann wieder Effizienz. So. So, liebe Zuschauer, das war's für heute. Ich habe 661 Minuten. Auf Wiedersehen. Tschüss, bis die Tage. Und dann bedanke ich mich bei dir ganz recht herzlich fürs Spielen. Man, oh, lieben gern. Hat Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Man kann ja dann die nächsten Tage oder Wochen mal wieder gegeneinander spielen. Ja. Das bleibt ja alles offen, ne? Und dann ja, bedanke ich, also wo der, das Opfer, ne, der Opfer, das Opfer, ne? Das Opfer XD. Wird dann auch unten in der Beschreibung sein, wenn ich es nicht vergesse. Aber ich denke mal, ich vergesse es sowas nicht. Und dann sage ich mir, ich vergesse es. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, bleibt wie ihr seid und Tschüssikowski, tschüss. Tschüss.